Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man sich am Samstag auf Entdeckungstour rund um Altdöbern begeben. Treffpunkt ist um 7 Uhr mit dem PKW auf dem Parkplatz an der Bonhoefferstraße in Hoyerswerda. An diesem Wochenende wird in Wiednitz 70 Jahre Fußball gefeiert. Los geht's am Samstag ab 10 Uhr mit dem Nachwuchsturnier der E-Junioren. Um 15.30 Uhr ist Anpfiff für ein Spiel der Regionalauswahl und abends wird selbstverständlich das Viertelfinale der EM übertragen. Am Sonntag stehen ab 10 Uhr ein musikalischer Frühschoppen und ab Mittag ein Programm für Jung und Alt auf dem Plan. Zum Sommerfest der Lebensräumegenossenschaft wird am Samstagnachmittag in Hoyerswerda eingeladen. Geplant ist ein großes Kinderfest und ein buntes Bühnenprogramm mit Stargast Wolfgang Ziegler. Dabei sind außerdem viele regionale Vereine und Servicepartner der Genossenschaft. Es gibt auch ein Kuchenbazar und Spezialitäten vom Grill. Das Fest beginnt 14 Uhr. Eine Amphitheaterparty steigt am Samstag ab 19 Uhr in Großkoschen am Senftenberger See. Unter dem Titel »Das gibt's nur einmal« kann man auf der Bühne bei Live-Musik tanzen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und auch das Fußballspiel wird gezeigt. Höhepunkt ist ein Feuerwerk über dem See. In der Musikantenschenke zur Eisenbahn in Kamenz-Wieser wird auch an diesem Samstag wieder auf insgesamt drei Leinwänden das EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Italien gezeigt. Daumen drücken und mitfiebern kann man ab 21 Uhr. Die NABU-Ortsgruppe in Wittichenau veranstaltet am Sonntag eine Ferienwanderung durch das Dubringer Moor. Interessierte treffen sich um 9 Uhr an der Gaststätte zum Mühlengrund in Michalken. Der SC Sachsen-Asse Hoyerswerda lädt am Sonntag anlässlich seiner Clubgründung zum Jubiläumsturnier in die Gaststätte Heideland in Naht ein. Los geht's hier um 9.30 Uhr. Und das Cinemotion in Hoyerswerda zeigt am Sonntag in einer Vorpremiere den Fantasy-Streifen Smaragdgrün. Vorstellungsbeginn ist 17.15 Uhr.